Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed. Ich hatte mich gerade leider gemutet beim Abmoderieren. Ich hatte euch natürlich noch einen schönen Tag gewünscht, wie ihr das kennt und alles, aber ja, sind Dinge passiert. Zum Beispiel, dass ich gemutet war. So. Aber jetzt kommt das letzte Attentat vor moderner Zeit wieder. Der Held von Damaskus tretet ein. Das vorletzte Attentat insgesamt. Von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja, seid ihr nun so wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Saladins erster Gelehrter? Ja, er hat die anderen Gelehrten der Stadt aufgewiegelt. Zusammen verfolgen sie ein höchst arglistiges Ziel. Welches? Sie sammeln das Wissen der Stadt, alle niedergeschriebenen Werke. Aus welchem Grund? Um sie zu vernichten. Und wo wird das geschehen? Sie ziehen durch die ganze Stadt, aber zuerst treffen sie sich in der Madrasa Al-Khalasa. Dort sollte ich Jubair finden. Vorbildliche Arbeit wie immer, Alter ihr. Ihr könnt ihn aufhalten, bevor er dazu kommt, erneut zuzuschlagen. Mit eurer Erlaubnis, Rafik? Natürlich. Geht ans Werk, wann immer ihr bereit dazu seid. Macht der Bruderschaft Ehre, Alter ihr. Und wie immer natürlich ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, und würde mich sehr freuen, sofern ihr euch dazu entscheiden solltet. Hab ich ganz vergessen. Oder habe ich das gerade eben? Nee, habe ich nicht gesagt, ne? Weil ich die Abmoderation verkackt hatte. So. Das vorletzte Attentat. Geht und belässt mich deinen anderen. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Tötet ihn! Verdammte Rundläubige! Ja. لقد وجدنا أسرع لن تفلت مني Ich frage mich halt gerade, ob ich mich ohne Versteck, ob ich da jemals wieder anonym werden kann ohne Versteck. Tatsächlich kann ich. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Ah!
Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Diesmal gibt es nicht den einen Ort, wo wir jemanden töten müssen, sondern wir müssen ganz, ganz viele Bücherverbrennungen aufhalten. Bürger, bringt eure Schriften! Werft sie auf den Stapel vor mir! Sie zu behalten wäre Sünde! Erkennt und versteht die Wahrheit in meinen Worten! Ich bin mir wohl in John! So. Ich glaube, einer der Orte ist auch der richtige Ort. Ich bin mir gerade unsicher, aber... Wir müssen alle machen. Heute ist ein ruhmreicher Tag. Wir werden endlich frei sein. Bereue deine Sünden. Jahrhundertelang haben wir uns schweigend gefügt, den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt, die schon lange zu Staub zerfallen sind. Und warum? Der Gottloser! Komm hierher zurück! Tötet mich nicht, es ist ein bisschen spät, ne? Muss ich mir ehrlich sagen. Ist ein bisschen spät, wenn du der Letzte bist. Tötet mich nicht. Als ob ich dich jetzt nicht auch noch wegmache. Als ob. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Gutes Volk von da auf ihre Stimme. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen, egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen?
Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. War wieder ein exzellentes Attentat, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Schön. Direkt ein Attentat gemacht. Haltet ihn! Lili, Jenny, du schüttelst dich den Kopf! Aber ich habe mich doch richtig geändert. Man musste nur den richtigen Ort finden. Eine wunderbare Flucht. Ich gebe auf. Er ist weg. So, wir sind da. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Und da sind wir wieder raus aus dem Animus. Nicht viel Zeit, Helig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es steckt, Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht? Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Dirner? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut.
Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond, Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Mr.? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Oh, man sieht... Na, das ist nicht das Höchste, das ist das Oberteil. Ich wollte gerade sagen... Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Man sieht das einfach nur dadurch. Ich glaube, sprechen geht jetzt nicht mehr, ne? Wir müssen jetzt wieder rein und da wieder rausgehen. Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Gar nicht müde? Da ist wieder der Stift, aber den Stift habe ich ja schon. Hatte ich schon. Wir können jetzt hier in die First Person gehen, das hat sich verändert. Schauen wir mal. Von schnell günstige Medikamente an Lucy Stillman. Betreff Probleme da unten. Du fragst dich, warum dich alle... Achso, Moment. Ah. Weiter nach unten, aber ganz schön viel weit nach unten. Oh. So. Von... an Lucy, brauchen Info zu DIA-Vorfall oder DIA-Vorfall. Von Lucy Stillman, mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Startort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau. Sollten versuchen zu infiltrieren. Was ist das Ziel des Starts? Sender niedriger Erdumlaufbahn für Artefakt, Ausweitung der Experimente zur konditionierten Reaktion von vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren sie alles. Was bedeutet alles? Unsere Gedanken. Was ist mit Desmond? Sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Weiß er von uns? Nein. Gut, das soll erst einmal so bleiben. Könnt ihr Hilfe schicken? Du fragst dich, warum dich alle auslachen. Rate einmal, wahrscheinlich besorgt es ihr ein anderer, größer und besser als du. Wie kannst du hoffen, da mitzuhalten? Sei dir sicher, es gibt Mittel und Wege. Klick einfach auf den Link. Und jetzt... Was ist wohl die geheime Botschaft? Also erstmal W, I, W, R, wir sind. Wir sind bald. Bald. Das S ist, glaube ich, sollte nicht groß sein. Seid ihr sicher, es gibt Mittel und Wege. Ich glaube, das S sollte da nicht groß sein. Weil sonst steht da nämlich, wir sind balde da. Wir sind balde da. Aber als ob die Templer das nicht checken würden, wenn die das so schreiben. Als ob. Als ob. Als ob die Templer das nicht checken würden mit den Großbuchstaben. Aber gut.
Tagesschlagzeilen. So, Moment. Wieder runter. Richtige chronologische Reihenfolge. So. Das war das, was wir schon gelesen hatten. Und dann... Anscheinend ist dieses Mal wirklich die Kacke am Dampfen. Jemand hat es geschafft, einen Haufen Dokumente zu den Studien zu Fluoridanreicherung öffentlich zu machen. Und jetzt wird die pharmazeutische Abteilung vom FBI untersucht. Sie haben den ganzen Laden zugemacht. Haben Sie gesehen, was in diesen Berichten stand? Was zum Teufel haben die sich gedacht? Die haben hier quasi eine ganze Stadt vergiftet. Von Jane Burkham an Warren Willig. Wow, haben Sie die Nachrichten gesehen? Das wird den Aktien sicher einen Schlag verpassen. Sollen wir heute zum Mittagessen gehen? Es geht um die Idioten aus der Pillenabteilung. Wir geben eine Pressemeldung zu dem Satelliten heraus. Wir sagen ihnen, dass der Start bis zum 21. verschoben wird, damit wir die Übertragungsreichweite verbessern können. Dann noch irgendwas über weniger Probleme mit Verbindungen. Alles natürlich zum Wohle unseres Kunden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie das Benötigte besorgen, um das neue Startfenster zu erwischen. 000062677. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, was das für ein Verlauf ist. Unwarrant von Alan Rickin. Warren, ich habe die Analyse Ihrer letzten Funde auf das sichere Terminal im Konferenzzimmer geladen. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie diese prüfen und uns Ihre Kommentare zukommen lassen. Wir können die Suche nicht fortsetzen, bis Sie sich abgemeldet haben. Machen Sie dies bitte zur Priorität Nummer 1. Komm nicht an den Computer. Frag nach einem Passwort. Ich rufe den Sicherheitsdienst für Sie an. Prüfen Sie in ein paar Minuten Ihre E-Mails. 000062677. Hunderte nach Wassermanipulationsskandal im Krankenhaus. Abstergo Holdings wird beschuldigt, im Geheimen die Wasserversorgung einer Kleinstadt manipuliert zu haben. Es wurde eine synthetische Chemikalie getestet, die intern als neues Fluorid bezeichnet wird. Die Nation trauert um den Verlust des letzten Filmstudios. Mit der Schließung des letzten Filmstudios des Landes wurde heute Geschichte geschrieben. Die immer beliebteren Computerspiele sowie die um sich greifende Filmpiraterie werden als Hauptgründe des Untergangs der Filmindustrie angesehen. Okay. Ah, die Tür ist halt nicht offen. Noch nicht. Vielleicht kann ich die Tür jetzt öffnen. Vielleicht öffnet mir irgendjemand die Tür. Nein, ich komme nicht rein. Vielleicht habe ich auch was verpasst. Das kann natürlich sein. Irgendwas mit einem Stift oder so. Aber wir können nicht wieder zurück. Wir können alleine den Animus? Aber nur das, was wir schon gemacht haben, okay. Also es ist weird, dass wir alleine den Animus einfach können. Okay. Und was müssen wir übersehen? Ah, die Tür geht auf. Und was übersehen wir? Ich glaube, wir können da nämlich schon hin. Jetzt sehen wir die Perspektive aus der Kamera, wenn wir da reingehen. Interessant. Frag mich, ob wir einfach was verpasst haben. Ich meinte, wir konnten in den Konferenzraum. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt schon machen können sollten oder erst später. Das sieht gerade schlecht aus. Na gut, dann müssen wir wohl schlafen. Ich vertraue dem Spiel einfach mal, dass es mir das zeigen würde. Der nächste Morgen. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen.
Vielleicht lässt man sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Auf geht's. Wir sind bereit. Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, dass... Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl.
In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Schwertmeister Schaden und neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser. So, wir sind wieder im alten Outfit. Komplett, wie am Anfang des Spiels. Aber meine lieben Freunde, wie es hier weitergeht, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Im nächsten Part geht's nach Jerusalem. Bis dann. Tschüss!